Hallo liebe Kampfsportfreunde, neben mir GMC Weltergewicht-Champion Christian Eckerlin, der bereits letzte Woche seinen zweiten Kampf bei M1 Global bestreiten sollte, aufgrund einer Verletzung nicht kämpfen konnte. Christian, zuerst mal zu deinem Status. Was macht der Knöchel? Ja, wie gesagt, ich habe mich beim Abschlusssparring habe ich mich verletzt am Knöchel. Ich bin auf dem Weg der Besserung und hoffe, dass ich auch bald wieder kämpfen kann. Du hast ja dein Debüt leider nicht so erfolgreich feiern können. Wie hoch waren jetzt die Emotionen, dass der zweite Kampf jetzt aufgrund einer Verletzung nicht zustande kam? Ich schätze mal, du warst auf Wiedergutmachung. Ich bin immer noch auf Wiedergutmachung aus. Nach einer Niederlage, das war meine erste Niederlage. Und es ist halt blöd gelaufen, aber so ist der Sport, es kann alles passieren. Und wie gesagt, ich will auf jeden Fall wieder ganz schnell zurück in den Ring und die Niederlage wieder ausbessern, sag ich mal. Wie waren denn deine Eindrücke, für so eine große etablierte Organisation wie M1 Global zu kämpfen? Ja, war eine sehr große Erfahrung für mich, vor 10.000 im St. Petersburger Eispalast zu kämpfen. Wie gesagt, ich bin halt ein bisschen angeschlagen, auch in den Kampf reingegangen. Aber gut, ist keine Ausrede jetzt, ist alles, so ist der Sport, da muss man durch und geht immer weiter. Gab es denn jetzt schon Gespräche, wann du eventuell deinen zweiten Kampf jetzt für die Organisation bestreiten kannst? Im Moment ist noch nichts geplant, aber ich denke Ende Juli, Anfang August, da denke ich, werde ich wieder in den Ring steigen. Wie gesagt, ich fliege jetzt erstmal am 23. Juni, fliege ich mit dem Dennis nach Las Vegas. Der kämpft ja bei UFC 132. Ja, komme dann am 4. wieder und dann werden wir weitersehen. Ich denke, bis dahin wird sich dann gezeigt haben, ob ich dann wieder kämpfen kann oder wie lange es halt dauert. Kommen wir auf einen weiteren bevorstehenden Kampf von einem Teamkollegen zu sprechen, von Daniel Weichel, der am 9. Juli bei M1 Challenge sogar um den Titel kämpfen wird. Kannst du uns etwas über die Trainingsvorbereitung von Daniel berichten? Ja, der Daniel ist super drauf. Der ist in einer grandiosen Form. Wie gesagt, wir trainieren fast jeden Tag zusammen. Ja, also steht da überhaupt keine Probleme, dass er das Ding heimtaukelt. Christian, vielen Dank, dass du ein Interview zur Verfügung standst. Gibt es zum Abschluss noch eine bestimmte Message, die du den Zuhörern geben möchtest? Ja, ich will nur mich bedanken bei meinen Sponsoren Pitbull, MMA Spirit. Vielen Dank für die Unterstützung. Ja, und immer weitermachen, immer weitermachen. Und alles Gute für deinen Heilungsprozess. Bis bald, Christian. Danke. Vielen Dank. Danke dir.